Hallo liebe Lausitzerinnen und Lausitzer, ich bin Ricarda aus Cottbus und ich bin heute hier in Spremberg zusammen mit Nike Mahlhaus von Ende Gelände. Ende Gelände macht Ende November ein buntes Protestwochenende in der Lausitz und deswegen sind wir hier heute zu Besuch bei einem Ex-Kohlekumpel und hören uns mal an, was der dazu zu sagen hat. Hallo. Schön, dass ihr hier seid und gekommen seid. Ja, danke für die Einladung. Du bist Energetiker, dein Leben hat sich immer um die Energie gedreht. Erst war es die Braunkohle, jetzt sind es die Erneuerbaren. Naja, ich war immer ein moderner Mensch und bin dadurch als Lehrling gleich in die Kohle gegangen, bin dadurch Bergmann geworden. Leider bin ich dann zwangsumgesiedelt worden und nach der Wende bin ich dann 92 bei den 90.000 wegrationalisierten Bergleuten dabei gewesen. Und da habe ich gesagt, eigentlich ist es doch Quatsch, aus fossilen Energieträgern Energie zu gewinnen. Ich versuche es gleich mit regenerativen. Also Ende Gelände war ja 2016 schon mal in der Lausitz und wir kommen jetzt wieder. Warum willst du jetzt Ende Gelände unterstützen? Naja, weil wir Spandau ja Gott sei Dank die Stadtverordnetenversammlung live sehen können im Fernsehen und da wurden dermaßen unrealistische Horrorgeschichten über euch erzählt, dass ich das einfach nicht ertragen habe. Das nicht ins richtige Licht zu setzen. Ich sage das immer sehr hart. Die Entscheidungsträger haben hier ein Braunkohlenbrikett vor dem Kopf und benutzen einen Tunnelblick. Ansonsten finde ich zivilen Ungehorsam ja super, denn dadurch ist ja vor 30 Jahren die Mauer gefallen. Und vielleicht werden dadurch jetzt auch einige Lobbyisten aus unserer Region zum Nachdenken angeregt und werden auch vielleicht von ihren Kindern mal angesprochen, weil durch diese Klimakatastrophen, die angesagt sind, die Kinder leiden werden und nicht mehr die Braunkohllobby, die zurzeit noch tätig ist. Also bitte, man sollte an alle denken. Welche Rolle spielt denn die Politik hier lokal in der Lausitz, in der Braunkohlesache? Naja, ich finde, immer wieder, dass die Braunkohlenlobby eigentlich die Politik bestimmt oder die Politiker Braunkohlenlobby sind. Ich kann das nicht anders erkennen. Mit denen ich ins Gespräch gekommen war, die haben eine Weile mit mir geredet und mittlerweile sind sie so klug, dass sie meine E-Mails gar nicht mehr beantworten und mich im Grunde genommen aufs Abstellgleis schieben und mich und totschweigen. Die Gutmütigen nehmen sie nicht an. Ich glaube, ich muss ein bisschen ähnlich werden wie Ende Gelände.